taucht ab in fremde Welten, erforscht die Umwelt, hat Respekt, lernt die Regeln, die hier gelten, und sieht hin, damit sie's checkt. Ich bin heute in der Arktis unterwegs. Bei Arktis, da denkt man immer erstmal an Eismeer, Eisberge, Eisbären. Aber davon ist hier weit und breit nichts in Sicht, denn die Arktis hat noch viel mehr zu bieten. Und was genau, das schaue ich mir heute mal genau an. Oh, es geht auch direkt los mit der ersten Aufgabe. Schauen wir mal, was ansteht. Übernachte wie ein Moorschneehuhn. Terhi verrät dir, wie du dabei nicht frierst. Da bin ich aber mal gespannt, wo ich heute Nacht schlafen werde. Und vor allem wie. Dann schiebe ich mal weiter und für euch gibt's schon mal die ersten eiskalten Infos. Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Eine meterdicke Schneedecke und mindestens ein halbes Jahr lang Winter. Damit müssen Mensch und Tier hier im hohen Norden klarkommen. Die Arktis ist die Erdregion rund um den Nordpol, dem nördlichsten Punkt der Erde. Dazu gehören alle Gebiete nördlich des Polarkreises. Das ist eine gedachte Linie auf dem 66. Breitengrad. Ein großer Teil der Arktis besteht aus dem Nordpolarmeer. Es ist fast 50 Mal so groß wie Deutschland. Alle großen Walarten kommen hier vor, denn im eisigen Meer finden sie reichlich Nahrung. Hoch im Norden lebt auch eines der größten Raubtiere der Erde, der Eisbär. In der Polarwüste, rund um den Nordpol, gibt es kaum etwas zu beißen. Zum Überleben braucht der Eisbär aber Energie, in Form von Robbenfleisch. Jagen kann er die flinken Schwimmer nur an Land, wenn die Eisdecke geschlossen ist. Und so ist sein größtes Problem, dass die Arktis schmilzt. Weiter im Süden beginnt die Kältesteppe, auch Tundra genannt. Die wenigen Säugetiere, die hier leben, sind mit einem dicken Pelz ausgestattet und mögen es daher nicht zu warm. Polarfuchs, Elch und Moschusochse sind geboren für ein Leben in der Kälte. Ich bin heute in Finnland unterwegs und erkunde die niedere Arktis. 400 Kilometer über dem Polarkreis in der Nähe von Inari lebt Terhi. Sie kann mir hoffentlich zeigen, wie ich hier nicht friere. Cool. Hallo? Terhi? Hallo! Hallo! Hi! Hi! Oh, das ist ja wunderschön hier bei euch. Danke vielmals. Boah, ich sag's dir, mir ist ganz schön warm geworden jetzt vom Schlittenfahren, aber es ist richtig kalt eigentlich, es ist, oder? Ja. Minus 19 war es heute Morgen. Was? Yes. Minus 19 Grad, das ist genau. Ja richtig kalt. Ja, das ist das. Wie ist es denn so für dich, in der Arktis zu leben, wenn es hier so viel so kalt ist? Oh, schön, finde ich. Ja. Man muss nur also genug Kleider haben. Ja. Du, Terhi, ich bin ja zu dir gekommen, weil ich eine Aufgabe habe. Ja? Ich soll schlafen wie ein Moorschneehuhn. Okay. Kannst du mir dabei helfen? Ja, kann ich schon. Ja? Aber sollten wir zuerst hier in der Umgebung ein bisschen anschauen und vielleicht sehen wir die Spuren von Moorschneehuhn hier. Oh, das wäre ja toll. Ja. Dann lass uns gleich losgehen. Ja, und mach mal mit den Schneeschuhen. Cool, ja? Sehr gut. Super. Ich nehme die da. Fertig. Mit den Schneeschuhen können wir durch den Tiefschnee laufen, ohne bei jedem Schritt tief einzusinken. Diesen Trick haben sich die Menschen in der Arktis von den Tieren abgeschaut. Terhis Spitzhund Hiski hilft uns bei der Spurensuche. Oh, schau mal, hier sind schon Spuren. Oh ja, das ist der Schneehase. Vom Schneehasen? Ja, genau. Wow. Wie viele Tiere am Polarkreis ist der Schneehase im Winter weiß. Das Fell zwischen den Pfoten wärmt, hilft aber auch dabei, nicht zu tief in den Schnee einzusinken. Im Winter sind Schneehasen gut getarnt.
Im Frühling dürfen sie nicht zu früh ihr Fell wechseln, sonst verlieren sie ihre gute Tarnung. Aber sag mal, Terry, hier in der Gegend, gibt's hier auch Morschneehühner? Oh ja, es gibt schon. Und wenn wir Glück hätten, könnten wir auch die Spuren finden. Das wäre toll. Und Leute, wie der Vogel aussieht, den wir suchen, das seht ihr jetzt. Die kugelrunden Schneebälle aus der Familie der Raufußhühner sind super an die Kälte angepasst. Mit ihrem weißen Federkleid fallen sie im Schnee kaum auf. Meist sind die Vögel in einer Gruppe von 5 bis 15 Tieren auf Nahrungssuche unterwegs. Sobald der Frühling ins Land zieht, schmeißt sich auch das Moorschneehuhn in ein neues Federkleid. Ui. Ja. Boah, Terry, da oben ist ganz schön viel los. Oh. Da sind ganz schön viele Vögel. Ja. Der eine schaut ja aus wie ein Papagei. Ja, das ist der Hakenkimpel. Der ist ein Zeichen des Frühlings für uns. Ah. Und der ist erst also vorige Woche hier angekommen. Warte mal, es sieht doch hier überhaupt nicht nach Frühling aus. Ja, das stimmt, aber der bringt da so Wärme mit sich. Wenn er zurückkommt, heißt es, bald kommt der Frühling. Ja. Ganz schön mühsam durch den Schnee zu stapfen. Aber Terhi meint, hier in der Gegend schlafen die Moorschneehühner. Und ich will schließlich wissen, wie sie das tun. Gibt es hier eigentlich noch viele Moorschneehühner? Es gibt schon welche. Ja. Vorige Woche habe ich 4 gesehen. Echt? Ja, aber die sind sehr scheu. Ja. Ja, und nicht so leicht zu finden. Hey, Terhi, guck mal. Da sind Spuren. Ja. Sind die vom Moorschneehuhn? Ja. Nein. Die sind das. Genau. Wow, wie cool. Wir haben sie gefunden. Da, siehst du. Da gibt es diese Spuren von seinen von Flügeln. Und der hat versucht, eine Höhle für sich zu bauen. Na, warum denn eine Höhle? Die schlafen in einer Höhle. Das heißt, ich werde heute Nacht in einer Höhle hier im Schnee schlafen. Oh, wie spannend. Oh ja. Na gut, Leute, dann folgen wir mal den Spuren. Ja. Wenn wir aus dem Schnee kommen. Genau. Ich hilf dir. Danke. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Gut. Bitte. Los geht's. Ja, los geht's. Hier. Ja. Schau mal, da hinten schaut's so aus, oder? Oh, nein. Geht's? Ja, geht's schon. Ah. Da. Da vorne? Da vorne, ja. Ach. Guck mal. Schau mal, da ist ein Loch. Stimmt, das ist es. Da hat er geschlafen. Da? Oh ja. Aber Terry, da ist ja gar kein Dach drüber. Ja, weil in der Früh also fliegt der Vogel raus und dann natürlich wird der Dach kaputt. Ah, er steht einfach auf und macht dann das Dach kaputt. Genau so, ja. Ah. Wieso schlafen die denn überhaupt im Schnee? Das ist eine gute Isolierung mit dem Schnee. Also es kann leichter, so viel, viel wärmer da drinnen sein, sogar 0 Grad, während da so im draußen minus 20 oder minus 30 ist. Oh. Also viel wärmer. Ja, also da würde ich auf jeden Fall auch im Schnee schlafen. Und Leute, das ist meine Aufgabe. Und wenn ich das wirklich machen will, dann muss ich mir erstmal so eine Höhle bauen. Ja. Terry, kannst du mir helfen dabei? Oh ja, sicher kann ich helfen. Super, dann legen wir gleich los, oder? Oh ja. Also. Was meinst du? Ist das hier eine gute Stelle? Oh ja, das ist perfekt für eine Quincy. Oh, man nennt das Quincy? Ja, man nennt das Quincy. Genau. Das große Schaufeln kann beginnen. Im Unterschied zu einem Iglu, das aus einzelnen Blöcken gebaut wird, schaufelt man bei einem Quincy erstmal einen riesigen Haufen Schnee zusammen. Oh, Leute, ich sag's euch, das ist ganz schön anstrengend. Ich glaube, ich brauche eine kurze Pause. Oh. Ah. Wir müssen noch also diesen Haufen verdichten. Ah. Mit Schneeschuhen. Das heißt, wir trampeln da jetzt einfach ein bisschen oben drauf rum? Ja, genau so. Also langsam schaut es hier nach was aus, würde ich sagen. Aber jetzt buddeln wir mein Schlafzimmer. Hier drüben fangen wir an. Ich komme. Jetzt höhlen wir den Schneehügel innen aus. Dabei müssen wir dicke Wände stehen lassen, damit das Quincy nicht einstürzt. Du,
Ja? Terry, ja. Hast du eigentlich schon mal in dem Quincy geschlafen? Ja, habe ich. Echt? Ja, das und? War sehr toll. Ja? Ja, und es war warm auch da drin. Aha. Also draußen hatten wir minus 20 Grad. Boah. Aber da drinnen minus 4 nur. Das geht ja dann. Ja, geht schon. Sehr gut, mit gutem Schlafsack. Mir ist jetzt erstmal vom vielen Schaufeln warm geworden. Mia, ich habe eine Lampe für dich. Oh, gerne. Bitte. Dankeschön. Leute, noch ein paar kleine Feinheiten. Und dann, glaube ich, ist mein Quincy bereit für den Einzug. Pünktlich zur Dämmerung ist mein Schneeunterschlupf dann fertig. Fertig. Ja, sehr schön gemacht. Ja? Ja? Ich habe dir was gemacht. Ah, cool. Ja. Kissen, ja. Matratze und Schlafsack. Ja. Perfekt. Perfekt. Ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Oh, danke. Und wenn du Glück hast, vielleicht siehst du dann die Nordlichter. Nordlichter? Ja. Boah, das wäre ja cool. Ja. Danke für den Tipp. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der Früh. Oh ja, das tun wir. Schlaf gut. Du auch. Danke. Ciao. Ciao. So, ich bin dick eingepackt. Das sollte eigentlich reichen heute Nacht. Mach's mir jetzt auch gemütlich. Dann sehen wir uns morgen in der Früh. Ich werde berichten, wie es war. Bin gespannt, ob ich gut schlafen kann. Gute Nacht. Bis dann. In Finnland taucht ein besonderes Spektakel am Nachthimmel auf. Polarlichter. Das sieht ja toll aus. Wahnsinn. Oh, der ganze Himmel ist voll. Meine nächste Aufgabe. Boah. So, erstmal Licht an. Oh, Leute. Nimm ein Eisbad. Was? Jetzt? Ich bin doch noch ganz tief gefroren. Hallo, Pia. Hi, ich komme, warte. Ja. Oh. Wie geht's? Oh, guten Morgen. Gut geschlafen? Oh, es war ganz schön kalt, muss ich sagen. Aber war richtig cool. Und ich habe sogar Polarlichter gesehen. Super. Ja, das war so. Es war so schön. Und Terry, ja? Ich habe meine nächste Aufgabe bekommen. Und? Ich soll ein Eisbad nehmen. Oh nein. Ja. Es wird kalt. Das glaube ich. Wie kalt ist es denn aktuell? Minus 15 Grad. Aber das Wasser ist viel wärmer. 0 Grad nur. Oh, ja. Das ist trotzdem ganz schön kalt. Ja. Oh, Leute, ich hätte fast vergessen, bevor ich meine nächste Aufgabe antrete. Ich habe meine erste geschafft. Wie cool. Ich mache gleich noch ein Foto von Quincy. Aufgabe 1 gelöst. Ich habe wirklich wie ein Moorschneehuhn geschlafen. Gefroren habe ich trotzdem ein bisschen. Was aussieht wie eine große freie Schneefläche, ist eigentlich ein zugefrorener See. An einer Stelle gibt es ein Loch im Eis, das Terry zum Abkühlen nach der Sauna benutzt. Hier soll ich baden gehen. Wir müssen das zuerst frei machen, damit du dort schwimmen kannst. Wie dick ist denn das Eis hier? Hier am See 80 cm. Wir nennen das Stahleis. Wow. Ja, sehr schön. Oh, da kommt schon Wasser raus. Ja. Okay, weiter geht's. Das. Wow. Ey, Leute, schaut euch das mal an. Das ist nur ein paar Tage alt und trotzdem schon so dick. Unglaublich. Und ich gehe da gleich rein. Das
Bevor ich da reingehe, will ich aber erstmal wissen, wie kalt das wirklich ist. Thermometer, danke schön. Und. Boah. Genau 0 Grad. Hätte ich mir denken können. Bei 0 Grad gefriert Wasser und die Pia gefriert auch gleich bei 0 Grad. Dass ich da reingehe, ist klar. Aber es hat keiner gesagt, dass ich nicht was anziehen darf. Haha, Wale und Robben machen das nämlich auch so. Die haben einfach eine dicke Fettschicht und ich habe mir jetzt einen Neoprenanzug angezogen, der quasi meine Fettschicht ist, damit ich da drin nicht gleich einfriere. Okay, Terry, ich glaube, jetzt wird's ernst. Ja. Machst du ein Foto von mir, wenn ich drin bin? Oh ja, sicher. Alles klar. Alles klar. Auf los geht's los. Jetzt geht's rein. Drückt mir die Daumen. Okay, es läuft in die Schuhe. Okay. Ich bin drin. Terry, Foto. Oh Gott, ist das kalt. Ich habe meine zweite Aufgabe bestanden und ein Eisbad genommen. Wie geht's? Gut, ich bin richtig fit jetzt. Das hat gut getan. Super. Ja. Bea? Ja? Du hast alles so gut gemacht. Ich habe eine Überraschung für dich. Terry hat ein ganz besonderes Gefährt, um die Arktis zu erkunden. Einen Motorschlitten mit Glasdach. Cool. Ja. Hi. Hi. Terrys Mann Arto ist nicht nur der Fahrer, er kennt auch jede Tierspur im Schnee. Voll die coole Überraschung, denn der Glasschlitten ist überdacht und ich kann gemütlich drinnen sitzen. Genau das Richtige nach einem Eisbad. Wir fahren in die finnische Wildnis. Hier im Polarkreis leben große Herden Rentiere. Die Rentierzucht hat in diesen Breitengraden eine sehr lange Tradition. Die nordischen Hirsche ziehen auf der Suche nach Futter durch die menschenleeren Gebiete der Tundra. Ihr dichtes, langes Fell schützt sie vor der Eiseskälte. Und sie kommen mit erstaunlich wenig Nahrung aus. Was sollen sie auch finden hier im Schnee? Arthur scheint auf eine Spur gestoßen zu sein. Hast du was gefunden? Komm, schau dir das mal an. Was ist das? Schau mal. Da geht die Spur entlang. Das war ein Vielfraß. Die sind sehr selten in Finnland. Da kannst du die Pfotenabdrücke sehen. Die sind wirklich riesig. Ich glaube, die Spur ist ganz frisch, weil die Ränder noch ganz weich sind. Ich denke, er ist vor uns weggelaufen. Vor wenigen Minuten. Der Vielfraß steht auf Tiefschnee und kann sich auf der Schneedecke erstaunlich flink bewegen. Er wirkt etwas plump, ist aber durchaus ein geschickter Jäger mit einem kräftigen Gebiss. Ein Vielfraß frisst alles, was ihm vor die Schnauze kommt. Arto und Terhi wollen mir zeigen, dass der Klimawandel sogar schon hier in der Arktis angekommen ist. Schau mal, Pia. Hier sind alle die Bäume tot geworden. Die sind hier alle tot? Ja, die sind tot. Wegen einem Raupe der Schmetterlinge, also von Frostspanner. Ja. Die Raupen dieses kleinen Falters können ganze Bäume kahl fressen. Wenn die Winter wärmer werden, dann bekommen wir mehr diese Frostspanner-Perioden oder sowas. Ja. Das ist nicht gut. Nee, ja. Überhaupt nicht. Es wird hier so warm, dass wir sogar im Januar und Februar Plusgrade haben. Aber hier in der Arktis sollten Minusgrade sein. Der Schnee sollte so locker sein wie dieser. Aber wenn es regnet und der Schnee nass wird und dann wieder gefriert, entstehen harte Schichten. Und es ist dann nicht gut, weil die Tiere nicht durch den Schnee graben können und Futter finden. Ja, die Rentiere können dann kein Futter ausgraben und die Moorschneehühner keine Schneehöhlen bauen. Die Erderwärmung hinterlässt also auch hier in der Arktis deutliche Spuren und schadet der Natur und den Tieren, die an das Leben in der Kälte angepasst sind. Sag mal, Leute, habt ihr eigentlich mein Handy mal quaken gehört? Oder habe ich das irgendwie überhört? Da ist es. Wusste ich's doch.
Mal schauen, was als nächstes ansteht. Finde das Lieblingsfutter von Rentieren. Hey, ihr zwei! Oh, ich habe meine nächste Aufgabe bekommen. Okay. Ich soll das Lieblingsfutter von Rentieren finden. Okay. Wir stapfen wieder los. Terhi gibt mir den Tipp, dass ich mal die Augen offen halten soll. Na toll, ich sehe nur Schnee. Terhi, sag mal, wie tief ist denn der Schnee hier eigentlich? Manchmal geht es schon ganz schön tief rein. Ja, das stimmt. Also wir können das messen. Oh, gute Idee. Ich habe eine Maßstabe hier bei mir. Oh, jetzt. 29 Zentimeter. Ah, ist nicht gut. Das kann doch nicht sein. Nein, es kann sein, dass es hier diese eisige Schicht gibt. Ja. Und wenn wir das so wirklich bohren, dann können wir weiter. Ja, dann können wir weitergehen, nicht wahr? Ah ja, schau mal, es geht noch ein bisschen weiter. Ah, jetzt. Jetzt geht's nicht weiter. Ja, und wie viel ist das? Ja, 79, fast 80 Zentimeter. Fast 80, ja. Das ist besser. Das ist besser. Aber da hast du das bemerkt, dieses Eisschicht, was ja, da gibt. Das war schwierig, da durchzukommen. Genau, und das haben also auch die Tiere. Zum Beispiel Rentiere können nicht sein Lieblingsfutter dort finden. Was ist denn das Lieblingsfutter von Rentieren? Flechten. So, Leute, ich weiß, Rentiere lieben Flechten und ich weiß auch, die wachsen am Boden. Es heißt, es wird mal wieder gebuddelt. Und los geht's. Oh, hier ist aber ganz schön tief. Oh, Teddy, schau mal, ich habe was gefunden. Ja, was hast du gefunden? Schau mal. Ja, das super. Sind Bären, oder? Ja, da gibt's drei verschiedene Bären. Oh, was für welche? Krähenbären. Mhm. Dann ohne Blätter ist Blaubeeren. Ja, die kenne ich. Ja, die sind süß. Und dann die dritte ist Preiselbeeren. Oh, das kann man auch essen. Ja, alles kann man essen. Wow, cool. Essen das auch Rentiere? Ja, aber sehr wenig. Ah, Mist. Okay, und es sind auch keine Flechten dabei? Nee, keine. Dann muss ich wohl noch ein bisschen weiter buddeln. Kein Problem, dann wird mir warm. Ich habe keine Flechten gefunden, nur Blaubeeren, Preiselbeeren und so weiter. Bea, ja? Ich muss dir was sagen. Was denn? Die Flechten wachsen auch auf einen Baum. Die wachsen auch auf einen Baum? Ja. Und das sagst du mir erst jetzt? Ja. Du bist aber gemein. Nein. Wachsen die auch hier? Ja, das wachsen die. Sag jetzt nicht, dass das Flechten sind. Das sind sie. Die wachsen hier auf fast jedem Baum. Dann war es doch so einfach. Das Lieblingsfutter der Rentiere habe ich gefunden und damit meine letzte Aufgabe gelöst. Boah, Leute, es ist echt super kalt. Ich muss mich jetzt aufwärmen. Und zwar hier in der finnischen Sauna. Schnell rein da. Ah, schön. Endlich warm. Ich tau langsam auf. Da draußen am Polarkreis ist es echt ganz schön frostig. Aber das ist ja auch gut so, denn die Natur und die Tiere sind auf Schnee und Minusgrade eingestellt und brauchen genau das. Ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Abenteuer in der wilden Natur. Sie taucht ab in fremde Welten. Erforscht die Umwelt, hat Respekt, lernt die Regeln, die hier gelten und sieht hin, damit sie's checkt. Pia, Pia und die wilde Natur. Pia, Pia und die wilde Natur. Den coolsten Tricks ist sie auf der Spur.